Der Flughafen Berlin-Brandenburg wurde ja jetzt wieder abgesagt, die Eröffnung. Was halten Sie denn jetzt davon? Es ist langsam peinlich, ne? Ich finde es nicht besonders gut. Das ist wieder ein Jahr später und ich denke, das ist doch eine Form von Missmanagement. Ja, die sollten mal langsam hinne machen mit dem Flughafen. Also meiner Meinung nach ist das irgendwie ein bisschen, verstehe ich nicht so ganz. Also es ist katastrophal, wie mit den Geldern umgegangen wird und dass da keiner kontrolliert, was ausgegeben wird. Und wenn man unser Haus so gebaut hätte, ohne Planung, ohne Konzept, ohne finanziell unter Richtlinien wäre gar nicht gegangen. Ganz mies finde ich das. Und was denken Sie, welche Konsequenzen müssten die Verantwortlichen Ihrer Meinung nach ziehen? Im Vorstand sitzen wie Wobereit und Platzek, die müssten erstmal zurück, ja. Ja, müssten vielleicht mal ein paar Köpfe rollen oder so. Ja, einfach in den Stuhl rollen, würde ich mal so sagen. Was müssten die Verantwortlichen da Ihrer Meinung nach für Konsequenzen ziehen? Also ich denke, Herr Wowereit als Aufsichtsratsvorsitzender sollte jetzt doch langsam Konsequenzen ziehen und sich wenigstens von diesem Posten verabschieden. Herr Wowereit sollte abgewählt werden. Ja, ist meine Meinung. Ja, er wusste das schon Mitte Dezember und hat die Leute alle verarscht. Uns, die Brandenburger, die Berliner, hat alle verarscht. Seine Parteikollegen alle.